Ich zeige dir heute, wie du kurze Reverse-Effekte auf deine Snares, auf deine Claps oder auch auf andere Percussion-Elemente bringen kannst. Diese Frage habe ich relativ oft gestellt bekommen und deswegen zeige ich dir jetzt eine einfache Möglichkeit, die recht zügig geht. Einmal musst du dafür editieren und einmal benutzt du dafür ein Stock-Plugin von Logic Pro selber. Gehen wir gleich ins Projekt. Wir hören mal kurz rein. Okay, kleines Doja Cat Remake habe ich mich damals rangewagt. Was ich jetzt gerne machen möchte, ich möchte auf diese Claps hier einen kurzen Reverse-Effekt auf vielleicht jeden zweiten oder jeden vierten Mal sehen. Die einfachste Möglichkeit, das umzusetzen, ist, indem du die Spur direkt kopierst und dann die Claps runterziehst, die du gerne bearbeiten möchtest. Ich höre nochmal kurz rein, damit ich weiß, wo ich den Reverse-Effekt haben möchte. Okay, also hier und beim zweiten. Was ich als erstes mache, damit ich das gut runterkopieren kann, ist, dass ich hier bei Einrasten auf Beat gehe, dass es mir hier beim Runterkopieren nicht verrutscht. Und dann wähle ich hier noch aus Regionen bei absolutem Wert Einrasten. Und jetzt musst du einfach die Claps, die du bearbeiten möchtest oder wo du den Reverse-Effekt drauf haben möchtest, hier mit dem Marquee-Tool markieren und dann bei gedrückter Option-Taste einfach zunächst mal runterkopieren. Ich kopiere den hier auch noch gleich rüber, weil hier will ich ihn auch haben. Was du jetzt machen musst, ist, wir wollen ihn ja rumdrehen und das kannst du hier im Inspektor machen und zwar ganz einfach hier über rückwärts. Wenn du jetzt mal hier die, sind leider ein bisschen klein, die Waveformen beobachtest und ich mache jetzt so, dann siehst du, dass es jetzt rückwärts abläuft. Das klingt dann zunächst mal so. Und die möchte ich jetzt natürlich direkt hier über oder vor die Claps setzen und dann habe ich es im Prinzip erstmal schon. Dann würde die ganze Sache jetzt so klingen. Okay, ich wollte den hier auf dem zweiten haben, das war falsch. Das klingt schon mal gar nicht schlecht, so wie wir es haben wollten. Allerdings ist es ein bisschen komisch, weil hier siehst du, dass die so ein bisschen oder dass die Transienten hier direkt aneinander aufhören und das ist nicht unbedingt gut. Es klingt ein bisschen seltsam, es klingt nicht ganz sauber. Deswegen möchte ich die hier noch ein kleines bisschen rüberziehen, damit es so ein bisschen besser ineinander übergeht. Damit ich das jetzt hier fein verschieben kann, schalte ich hier mal zunächst mal den Einraster aus sozusagen, den Einrastenmodus. Jetzt kann ich das hier so fein einstellungsmäßig noch so ein bisschen rüberziehen, dass es ein bisschen besser ineinander übergeht. So vielleicht noch einen kleinen Fade-Out hier einbauen und dann sollte die ganze Sache so ein bisschen flüssiger klingen. Klingt jetzt etwas besser für mich so. Und das Gleiche kannst du natürlich auch vorne machen. Ja? Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen lang, wie er da jetzt reinkommt. Das heißt, wir können ihn natürlich jetzt auch etwas verkürzen und einfäden. Das ist immer so ein bisschen Feinarbeit und von Fall zu Fall natürlich auch verschieden. Das war jetzt zu kurz zum Beispiel. Okay, super. So gefällt es mir jetzt schon ganz gut. Was ich jetzt noch ganz gerne im zweiten Schritt mache, ist, dass ich diese Fades pitche. Dann klingt die ganze Sache noch ein bisschen interessanter. Und das mache ich mit etwas, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich dir jetzt erscheinen mag. Und zwar, ich mache das mit dem Vocal Transformer und nicht mit dem Pitch Shifter. Warum? Weil du mit dem Vocal Transformer mehr Möglichkeiten hast. Du hast nämlich hier nicht nur ein Pitch Tool, sondern auch ein Formant Tool. Und ich kann jetzt hier runter pitchen und die Formanten ein bisschen verschieben und dann klingt der kurze Reverse Fade In, so nenne ich es mal, klingt dann tiefer und ein bisschen anders einfach, sodass du dann nochmal mehr einen Akzent draufsetzen kannst auf diesen Effekt. Hören wir nochmal rein. Das gefällt mir jetzt schon ganz gut so. Noch ein kleiner Zusatztipp jetzt. Was ich immer ganz cool finde, ist, wenn nach so einem Reverse-Effekt, der dann auf eine Snare zuführt oder auf einen Clap zuführt, dass dann dieser Snare-Schlag direkt danach verhallt ist. Also so eine Viertel Nachhalt. Das kommt nochmal, macht das Ganze nochmal so ein bisschen interessanter, nochmal besser. Ich zeig's dir mal kurz. Ich habe also hier meine Claps hier oben, meine Hauptclaps nenne ich sie mal, und ich setze auf die jetzt ein langes Chroma-Reverb ein. Aber ich möchte dieses Reverb, diese Hallfahne nicht die ganze Zeit haben, weil sonst verschmiert es mir den ganzen Song. Und deswegen automatisiere ich sie. Und zwar kommt er nur nach den Schlägen, wo wir unseren Reverse-Effekt haben. Das mache ich über Automation, über Touch. Und ich schalte jetzt das Chroma-Verb einfach immer aus oder an, wann ich es möchte. Ich schalte Automationsansicht an und dann kannst du direkt zuschauen, wie ich es einzeichne. Geht gleich los.
Und jetzt siehst du, das war hier ein bisschen zu lang, jetzt siehst du, dass wir hier nochmal fein einstellen können. Und dann läuft das Reverb von der Snare Drum nur nach, oder von den Claps hier, von den betreffenden, nur direkt nach diesem Reverse-Effekt. Übrigens, wenn du interessiert bist an weiteren Tipps für Logic, wie du solche Effekte schnell einbauen kannst in Logic, wie du Logic für dich anpassen kannst oder falls du neu bei Logic bist, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere genau solche Tipps und ich zeige dir, wie du Logic für dich individuell einrichten kannst, damit du möglichst schnell und zügig in Logic arbeiten kannst. Ich hoffe jetzt, ich konnte dir mit diesem Quick-Tipp weiterhelfen. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du solche Reverse-Effekte in Verbindung mit HAL auch schon mal benutzt hast. Und falls du dich für weitere Logic-Videos interessierst, dann empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich über 200 Logic-Tutorials für dich bereitgestellt. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!